Hey ho Leute, Tag 7. Ja, wie ihr erkennt, ist im Hintergrund hocke ich immer noch im Regal, so wie sie es im Live-Video so schön beschrieben haben. Ich bin noch nicht weitergekommen. Wir haben es jetzt kurz nach 12. Eigentlich wäre ich ja schon an der nächsten Station. Ja, aber ich habe gemeint, ich muss es Navi aktualisieren. Ja, dann hat es die WLAN-Verbindung unterbrochen, etc. pp. Aber im Endeffekt, ich hocke jetzt seit 2 Stunden hier dran und warte, dass das Navi aktualisiert. 2 Stunden Fahrt habe ich jetzt dann vor mir wieder und wir sehen uns dann, wenn ich angekommen bin. Entgegen meiner Gewohnheiten musste ich jetzt doch mal die Cam hier während der Fahrt rausziehen. Also, ihr habt noch 5 Minuten Fahrt und ringsherum Wald, 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 überall Wald. Hier ist das geil. Das ist eine Gegebenheit, das gefällt mir. So Freunde, ich habe es endlich geschafft. Also, kulturell, wir sind mitten im Wald sozusagen. Mehr gibt es da nicht zu sehen. Dazu habe ich heute auch viel zu viel zu tun. Also dieses Mal gibt es ein Video, wo ich selber viel im Einsatz sein werde. Aber als allererstes muss ich ja unbedingt wieder meinen Freund Philipp grüßen mit einem Kaffee. Ihr wisst ja, den ärgere ich zu gerne. Ja. Und danach hat es einen kleinen Einstand gegeben. Also das heißt jetzt nicht, dass man hier, ihr wisst schon was. Oh, das ist auch bloß so ein leichter wie zu Hause. Und wo bin ich? Chefin des Hauses springt davon. Ich bin hier bei 300 Grad. Ja, die haben es hier sehr toll. Die verkaufen hier Pizza aus der Garage. Mir steht zur Verfügung ein Big Green Egg. Ein Träger Pellet Smoker und den darf der Chef selber bedienen. Einen dicken, fetten Ramster mit einem selber gebauten Hänger. Jo, darf ich auf dich? Darfst du. Willst du uns was dazu erzählen? Oder sag uns doch erst einmal, wo ich hier überhaupt bin. Du musst jetzt. Na gut, die können im Internet nachgucken, gell? Das ja. Also wir sind hier in der schönen Wedemark, ne? In der Nähe von Hannover. Ja, und wir machen hier so Flammkuchen mobil und einmal eine Woche hier für das Dorf Pizza. Geile Sache. Oh. Ja, Leute, hättest du noch was sagen wollen? Nee. Gut. Dann schauen wir uns nachher noch das Fleisch an. Also, essen werden wir das dieses Mal nicht alles können, aber die wollen ein bisschen was lernen und ich versuche halt, ein bisschen was weiterzugeben. Alles klar. Schauen wir nachher da rein. Also hier wird jetzt einmal der Pizzateig in die Form reingetan, wie man sieht. Wie viel Gramm hat der genau? Der hat jetzt 300. 300? 300, ja. 300 Gramm. Okay. Ja, und wie gesagt, ich bin ja keine geborene Pizzabäckerin. Ne? Ich komme ja aus Stuttgart und nicht aus Italien. Also bei mir in der Nähe. Obwohl ich hier ganz woanders bin, bei Hannover. Ist das halt alles nochmal so ein bisschen eine Übungssache. So viele Pizzen wir ja auch noch nicht gemacht. So wäre jetzt das okay. Okay, das sieht doch mal hervorragend aus. Du möchtest nicht wissen, wie meine Pizza aussehen hätte. Bei uns bekommt das Ganze hier einmal so einen leichten, damit der Rand schon ein bisschen knusprig wird. Schon wieder was dazugelernt. Kommt da so ein bisschen Olivenöl drauf. Dann selbstgemachte Tomatensauce. Sieht schon mal sehr gut aus. Allein schon von der Optik. Oh Leute, und die riecht auch super. Da habe ich jetzt gerade einen richtig geilen Schwall abgekriegt. So, jetzt der Ordnung halber
kommen die Handschuhe. Handschuhe. So. Also wie gesagt, die haben hier auch einmal in der Woche den Pizzaverkauf. Wer hier aus der Nähe kommt, für den ist das mit Sicherheit interessant. Hunderte Kilometer fahren wird da wahrscheinlich keiner. Gibt ja auch genug Pizza. Ja. Dienste deutschlandweit. Aber ich kann mir vorstellen, dass die nicht so ganz so lecker sind wie von euch. Da könntest du gegebenenfalls recht haben. So, ein paar Zwiebeln drauf. Nehmen wir noch ein bisschen Schinken. Sieht man ja nachher nicht mehr, wenn der so zerfetzelt ist. Mhm. Ich mache das auch nicht anders. Zwischendrauf. Ja. Das ist jetzt auch eine Variante. Die letzte, was ich gesehen habe, die haben eben die Pizzasoße drauf, dann Käse und dann den ganzen Belag. Aber so ist es auch sehr interessant, muss ich sagen. So. Also ich persönlich haue ja den Käse immer grundsätzlich oben drauf. Jetzt gibt es ein paar frische Tomaten. Jetzt zeige ich euch mal was. Das Gerät ist nämlich echt super. Ist das, normal? Das ist doch normal für Eier gedacht, oder? Was auch immer, ja. Also ich schneide damit die Tomaten, die Champignons, was auch immer da so reinpasst. So. Also Leute, den Eierschneider kann man auch für andere Sachen verwenden, sofern es stabiler ist. So, das haben wir. Was wollen wir denn noch? Ein paar Paprika noch? Du kannst ruhig von allem, was hier ist, draufhauen. Dann machen wir jetzt Pizza belegen in Echtzeit. Und weil vorher war es ja einfach zu schnell. Es ist nämlich schon eine Pizza, glaube ich, im Ofen drin. Aber die hier verfolgt man, bis sie fertig ist. Inklusive Probierrolle. Und jetzt bisschen Parmesan. Okay. Und jetzt darfst du in den Ofen. Möchtest du sie zum Champignons Ofen? Oder so? Willst du noch? Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, dann. Ja. Klar, pass auf. Auch wieder Champignon rein. Klappe zu. Zack, zack. Und schon haben wir fertig geschnittene Champignons. Steht da irgendein Hersteller drauf? Rösle, oder? Gefu. Gefu? Rösle. Warte mal, dann mal. Keine Ahnung. Also das Ding ist ja mal richtig interessant. Ja, stimmt. Ich dachte, das wäre von Rösle. Ja. Das Ding ist ja mal richtig interessant. So, Champignons haben wir auch. Moment, wer das Ding kennt und weiß, wo man das herbekommen kann, bitte Nachricht an mich, will ich haben. Gut, ja, weiter. Jetzt könnte es in den Ofen, außer wir wollen noch, weiß ich nicht. Ich glaube, das reicht jetzt. So. Bisschen Chili? Nein, nicht scharf. Also irgendwie kann der junge Mann hier bis er nicht von Schafel zu überzeugen. Jo. Leute, ihr hört schon, auch hier ist es wieder ist sehr schön. Gut, dann gehen wir zum Ofen. Genau, die geht jetzt in den Ofen. So, Steffi hat die Pizza bekommen. Bleibt die da jetzt drin, bis sie fertig ist? Nein. Das heißt? Die backen wir jetzt mal ein bisschen an. Ja? Dann nehme ich so aus dem Blech raus. Okay. Und dann wird sie direkt auf den Stein gebacken. Ja. Wen haben wir denn da? Oh, ich liebe es. Überall, wo ich hinkomme, haben es Hunde, Katzen. Oh, wieder heim. Ja, wie lang bleibt die im oberen Fach? Oh, so 3, 4, 5 Minuten maximal. Okay, und dann unten nochmal? Nein, das mit dem Fach hat damit nichts zu tun. Es geht nur um die, um die Hitze. Okay, ne? Okay. Ich könnte jetzt auch 8 Stück da reinmachen. Also kein Problem. Ne? Jetzt haben wir nur ein bisschen wenig Dampf auf dem Kessel. Wir haben nur 320. Nur, wir haben nur so viel Quatsch gerade. So, wollen wir mal gucken hier. Brauchen noch ein bisschen. Ja. So.
einmal so. Ah, nochmal auf den Stein direkt. Also ich habe mal vorher sagen lassen, man hätte sie ja auch direkt auf den Stein legen können, so wie man es kennt. Aber wenn man bedenkt, von hinten bis dahin ist es natürlich im Blech wesentlich sinnvoller. Ja, so ähnlich habe ich es ja zu Hause auch schon mal gemacht. So, gut. Ja, Leute, gleich ist es soweit. Oh, die sieht ja mal richtig sehr geil aus, würde ich sagen. Jo, dann Anschnitt. Oh, könnt ihr das hören? Nee, ich verbrenne mir jetzt nicht hier die Gosche. Ganz kurz ein klitzekleines bisschen abkühlen lassen und dann probieren. Aber ich habe schon von der ersten Pizza was probiert. Ich habe sie sogar mit Rand gegessen, Schatzi. Hast du das gehört? Also, sagenhaft. Aber hier machen wir noch das Probiererle. Jo, ich glaube, jetzt kann ich sie gefahrlos anlangen und reinbeißen. Ja, schon noch ein bisschen warm, aber hilft ja nichts. Herrlich kross der Boden, nicht zu kross, also wow, muss ich sagen, echt geil. Danke. Bitteschön, ist ja nicht gelogen. Aber immer noch heiß. So, Freunde, ja, ich brauche mit meiner Pizza ein bisschen und also nicht, dass sie nicht schmecken würde, die ist so super, aber ich möchte ja an Johnny auch wieder was Gutes tun. Und was Gutes wird hier nur noch besser. Und das schiebe ich mir jetzt in den Hals. Ja, also alle anderen, wo ich schon war, bitte weggucken. Die hier haben 2 Tassen von mir gekriegt, weil ich sie wirklich habe 3 Stunden in der Luft hängen lassen mit meiner Verspätung. Haben sich auch riesig gefreut, oder? Aber sicher. Ja, wo sind sie denn alle? Vielen Gut, Dank, ja. Aber jetzt gehen wir hinter in die Küche und dann geht's los. So, Freunde, dann gucken wir hier mal, was wir haben. Ein schönes Stückchen Schweinenacken mit 1,7 Kilogramm. Probieren wir, ob wir an beschleunigtes Pulled Pork hinkriegen. Rippchen. Was für ein Cut war das? St. Louis Cut. St. Louis, also die, ich verwechsel die persönlich immer. Jo, 2 Leitern. Die werden wir jetzt auch würzen und werden wir zusammen dann auf den Träger draufschmeißen. Würzen tue ich heute mit dem Ofa vom Klaus. Ja, dem wollen wir natürlich auch was gönnen. Nach dem Motto, Support ist kein Mord. Ja Leute, ich packe jetzt aus und dann legen wir ganz einfach los. Also ich glaube, ich muss jetzt nicht unbedingt zeigen, wie man die Silberhaut hier entfernt, das einmal einwappt, genauso wenig wie den Schweinenacken einwappen, das wisst ihr alle. Und darum sehen wir uns nachher dann gleich wieder, wenn es fertig ist, fertig gewappt ist. Und dann auch schon auf den Träger geht. Ach ja, und für alle, die jetzt meinen, ich tue hier so, nein, ich habe natürlich meine schönen Handschuhe dabei. Du hast die in rosa. Ich finde das relativ... Ja, rosa Kann sind bitte die nett. Rosa? Aber ich hab, hätte gerne rosa Mädchenhandschuhe. Ich habe auch noch grün, in grün, in gelb, in blau, aber nicht dabei. Also eine Schachtel. Bei mir gibt es die immer nur ja. in. Eine Schachtel habe ich mir gedacht, reicht, wenn ich mitnehme. Sehr schön. Okay, Leute, wie gesagt, bis nachher gleich. Du bekommst gar nichts hier. Ja, Leute, 121 Grad sauber eingeregelt.
Ripp und Schweinderl, der Nacken, schön eingewappt. Die Zeit, dass wir es jetzt so richtig schön einziehen lassen, haben wir natürlich nicht. Chefe, mach deinen Grill auf und tu drauf. No, schön mit zwei Ebenen. Ja, das zweite auch mit rein. Und den Nacken oben drauf. Ja, und dann lassen wir das Ganze jetzt so eine, sieht man überhaupt was? Jawohl. So eine Stunde, eineinhalb Stunden lassen wir das jetzt drauf. So, Freunde, der Grill hat schon gepiepst. Wir haben es jetzt insgesamt doch 2 Stunden drauf gelassen. Ribs und das Pulled Pork, den Schweinenacken. Hier haben wir eine richtig geile Gastroschale für die Ribs zum Dämpfen. Also wenn wir hier reinschauen, ist hier direkt ja, so ein Sieb drin. Chef, Apfelsaft, den haben wir hier. Ja, da gibt man jetzt einfach unten unseren Apfelsaft rein. Also alles wie gehabt. Man hätte jetzt auch Bier nehmen können, Cola etc. pp. Aber in der klassischen Variante nehmen wir unseren Apfelsaft. So, das reicht schon. Tja, und unten drunter haben wir Alufolie. Die ist dreifach gelegt. Sehen wir gleich, was wir damit machen. Holst du die Ribs raus? Mach ich. Jo. Ja. 2 Stunden ein bisschen knapper als wir es sonst immer haben, aber ja gut, das sollte auch funktionieren. Und jetzt wandern die nochmal so wie sind. Nicht für 2 Stunden, sondern für 3 Stunden werden sie jetzt gedämpft. Hm? Was? Ja, normalerweise mache ich immer die 3-2-1 Methode. Also die Gastgeberin hinter mir, die versteht gar nichts mehr. Normal habe ich immer die 3-2-1 Methode bei Ribs. 3 Stunden so auf dem Grill, 2 Stunden dämpfen und 1 Stunde nochmal auf so drauf. Lassen wir jetzt weg. Jetzt haben wir 2 Stunden. Ja gut, dann sind wir auch bei 5 Stunden, aber viel kürzer werden wir nicht kommen. Wenn sie gescheit werden sollen, dann können wir die wieder drauf wuchten. Die ganze Schale. Ja, da müssen wir nachher noch den Rost umlegen. Dann bereiten wir dabei hier unsere Folie vor. Also wie gesagt, sieht man das alles? Ich drehe mal hier das Display. Habe ich dreilagig gelegt. Jetzt bauen wir uns jetzt hier so eine Art Schiffle. Schauen wir mal, wie wir das hinbringen. Und hier werden wir nachher auch gleich noch einen Apfelsaft verwenden. Du kannst mir das Schwein da gleich hier reinlegen. Dankeschön. Ja, das ist dann die sogenannte Texas-Krücke. Die wenden wir heute ganz einfach an. Tun wir jetzt einfach von Haus aus. Ist die noch zu? Jo. Ein bisschen Barbecue-Soße rein. Kann jeder reintun, was er möchte. Hier schütten wir auch einfach ein bisschen Apfelsaft dazu. Da hätten wir jetzt genauso gut eine Cola reinkippen können. Also nicht allzu viel. Einfach bloß mal ein bisschen. Das bleibt ja eh alles drin. Und dann gleich mal einen guten Schuss Barbecue-Soße. Wir haben heute mal wieder die HP, habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Die Classic. Packen wir das ordentlich ein, dass es natürlich nach Möglichkeit
möglichst dicht nachher ist. Und das ganze Ding wandert jetzt nochmal für, was haben wir gesagt, 3 Stunden, 4 Stunden auf dem Grill. Und dann werden wir einfach schauen, wie weit wir sind. Ich werde jetzt hier erst einmal keine Temperatur, Kerntemperatur, Fühler reinstecken. Haben wir hier auch nichts, außer das, was beim Träger dabei ist. Und wir lassen uns ganz einfach überraschen. Gut. Ab in Grill beides. Dann schauen wir mal, ob er alles hier reinbringt. Die Spannung steigt ins Unermessliche, geht wunderbar hinein. Und dann fährst die Temperatur auf, sagen wir mal 140, 145 Grad hoch. Können auch 150 sein, also ja, dann mach 150 und gut ist. Gut. Für wie lange haben wir jetzt gesagt, die Rips? 3. Also 3 Stunden und dann sollten die Rips gut sein. Barbecue-Soße kommt da auf die Rips dann ganz am Schluss drüber. Wir machen es heute mal ganz anders. So Freunde, wie es kommt, so kommt es nach einem kurzen Live-Video. Ja. Haben wir noch Besuch bekommen und da leuchte ich jetzt einfach mal schnell drauf. Ja, da haben wir das Thema wieder. Ja, Gerrit hat sich gerade den Wasser erklären lassen. Ja. Grillcoach Gerrit. Ja, Live-Video gesehen? Ja, natürlich. Ne? Aus dem Wiedermarkt, da mussten wir gleich mal vorbeifahren. Kurzer ne? Weg, ne? Ja. Ich find's geil. Ich auch. Jo. Ich auch. Jo. Was sagt unser Grill da hinten? 49 Minuten noch. Dann können wir endlich mal die Rips ausprobieren. Gut. Warten wir es ab. Wir haben Spaß. Und nachher gibt es was zum Futtern. Er springt. Er rennt. Der Träger hat gepiept. Das Brett steht nicht mehr. Ja, stellen dann gleich noch auf eine Stunde ein. Weil jetzt holen wir erstmal die Rips raus. Also Lichtverhältnisse sind halt jetzt etwas bescheiden hier heraus, aber wir gehen gleich rein. Ja, und dann bin ich ja mal gespannt, wie jetzt diese 2-3 Methode geworden ist. Da flackt noch unser Schweinchen drin. Unser Schweinenacken, unser Pulled Pork. Ja, und dann gehen wir vor ins Licht und werden hier den Deckel lupfen. So Freunde, und jetzt werden wir gleich mal sehen, wie sie aussehen. Ja, was sagen wir dazu? Gut. Ein gültiger Versuch bis jetzt. Tun wir sie raus, schneiden wir sie an, tun wir noch etwas Barbecue-Soße drüber. Ja, was heißt anschneiden? Vielleicht kann man sie ja auch zerreißen. Ich weiß es noch nicht. Was sagst du dazu? Also ich würde auch sagen, also mehr als ein gültiger Versuch. Ne? Also haben sie das top gemacht, würde ich sagen. Weißt du noch, welches Rip mit welchem Rap war? Das weiß ich jetzt so auch nicht genau. Ich glaube, das schmecken wir. Ja. Und, was hast du für Gefühl? Fühlt sich gut an. Ah, der ist zarter hier, du. Der lag tiefer, ne? Ja, ja. Ja. So, Tanja, jetzt schalten wir mal an.
Anschnitt macht immer Chefin des Hauses. Einfach an den Rippen entlang gerade durchschneiden. Ist das denn auch du so kannst das. Die richtige Seite? Oder wenn ich es jetzt umdrehe, dann würde ich es ja besser erkennen können. Das Messer gleitet an dem Knochen. Ja, wunderbar, ich habe die Spezialisten um mich herum. Perfekt, da kann ja jetzt nichts passieren. Also das Messer gleitet am Knochen entlang. Da brauche ich ja nichts schneiden. Nee, brauch ich so sollen sie doch sein, ne? Oder nicht? Ich brauche also so gut wie nichts geschnitten. Ja. Also sie zerfallen wirklich. Ich kann's. Ja doch, der Knochen hier, guck mal. Fall off the bone. Guck mal, kommt einfach so raus. Fall off the bone. Also. Und Leute, wisst ihr, was ich jetzt hier mache? Ich schnapp mir einfach ein Probiererle. Langt's zu? Ja. Ja, Freunde. Chefin haut schon wieder ab. Dann machen wir jetzt unser Probiererle. Ja. Cheers. Cheers. Oder so. Cheers. Cheers. Ja. Zerfällt in der Hand. Mhm. Also echt super. Top. Klar, die Lackierung fehlt jetzt noch. Die Barbecue-Soße, da tun wir jetzt die einfache eben drüber, aber so jetzt geschmacklich, was sagst du dazu? Gut, super. Wunderbar. Dann haben wir die erste Aufgabe einwandfrei gelöst. Wir essen jetzt, also wie gesagt, Barbecue-Soße drüber mit Beilagen, aber vielleicht gibt es da noch ein kleines Bild dazu. Und in der Stunde schauen wir nach dem Pulled Pork. Attacke! Also Freunde, jetzt gibt es hier noch einen Nudelsalat, den probiere ich jetzt auch noch. Das haben wir ja schon probiert, mittlerweile lackiert. Etwas von der Barbecue-Soße drüber und ja, nochmal ein extra Probiererle. Astral. Ja? Also ich freue mich richtig, dass wirklich jetzt mal was Essbares, Gutes aus diesem Pellet Smoker gekommen ist. Also wirklich was, wo es. Wieso? Weil wir vorher einfach ein paar Übungsversuche hatten, wo es einfach entweder hat das Fleisch nicht richtig gestimmt, der Rub nicht gestimmt, es hat irgendwie nicht zusammengepasst. Und jetzt haben wir jetzt was richtig Gutes. Es passt einfach. Geil. Ja, wo das auch mal Spaß. Ist das ein Lob? Ist das ein Lob? Ich find's klasse. Herrlich.